Herzlich willkommen bei Spielregeln-Spielanleitung.de. Wir haben ein neues Spiel zum Rezensieren bekommen, und zwar von Franius, das Spiel Kibbit. Wie der Name schon sagt, es geht um eine Kippe. Das Spiel ist geeignet für zwei Personen. Der Autor ist Thorsten Marold, herausgegeben von Franius. Schauen wir mal, was hier hinten draufsteht. In Deutsch, Italienisch, Spanisch, Englisch, Französisch. Das Spiel ist, wie gesagt, geeignet für zwei Personen ab 5 Jahren und eine Runde dauert ca. 10 Minuten. Wir schauen uns mal an, was sich in diesem Spiel genau befindet und das Ganze funktioniert. Die ausführlichen Spielanleitungen findet ihr auch unter diesem Video in einem Link. Könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Das ist das Spiel. Hier eine sehr ausführliche Spielanleitung in den unterschiedlichen Sprachen, auch Deutsch, Französisch und so weiter. Sehr hochwertig gemacht als DIN A4-Blatt, auch nicht zu klein geschrieben, perfekt. Dann gibt es die Wippe und es gibt eine 8 rote, 10 blaue, 12 gelbe und 14 grüne Steine. Die schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar, die unterscheiden sich durch ihre Größe. Die grünen sind kleiner als die blauen und die gelben sind noch größer als die grünen, aber die roten sind wiederum größer als die blauen. Das Ganze sind die Steine hier. Viel mehr ist gar nicht drin, die Steine, die Wippe und die Spielanleitung. Bei Kibbit geht es letztendlich darum, sich möglichst rasch all seine Würfel zu entledigen. Dazu legt man sie einzeln und vorsichtig auf die erhobene Hälfte der Wippe. Irgendwann aber wird das Gewicht zu groß und die Wippe kippt zur anderen Seite. Würfel, die dabei herunterfallen, muss der Gegenspieler an sich nehmen. Aber dafür ist er dann auch am Zug. Vorbereitung. Die Spieler setzen sich gegenüber und die Wippe stellen sie zwischen sich auf den Tisch. Am besten ohne Tischdecke, weil das natürlich die Tischdecke lässt die Wippe dann wackeln. Alle Würfel werden gleichmäßig an die Spieler verteilt. Jeder bekommt 22 Würfel und zwar 4 rote. 4 rote. Und 4 rote. Der andere Spieler auch 4 rote. Dann 5 blaue. 5 blaue. Jeder 5 blaue. Sechs gelbe und 7 grüne. 3, 7 grüne Steine bekommt quasi jeder Spieler in die Mitte. Dann kommt die Wippe. Auf beliebige Weise bestimmt man, wer das Spiel beginnt. Das Spiel. Die Spieler sind abwechselnd am Zug. Wer am Zug ist, legt einzeln nacheinander so viele Würfel wie nur möglich auf die erhöhte Wippe-Seite der Wippe. Entweder auf die Wippe direkt oder auf einen dort liegenden Würfel. Dabei darf man auf gar keinen Fall die Wippe oder dort bereits liegende Würfel mit den Fingern berühren. Nachdem man einen Würfel platziert hat, kann einer der folgenden Situationen auftreten. Nichts passiert, der Spieler setzt seinen Zug fort. Er muss so lange Würfel auf die Wippe legen, bis die Würfel kippt oder Würfel herunterfallen. Die Wippe kippt, der Zug des Spielers endet. Wer beim Kippen der Wippe Würfel herunterfallen lässt, muss der andere Spieler diese Würfel in seinen Vorrat aufnehmen. Danach ist der andere Spieler am Zug. Also die Wippe kippt, der Zug des Spielers endet. Also wenn ich draufgelegt habe, die Wippe kippt, dann endet mein Zug. Wenn beim Kippen der Wippe Würfel herunterfallen, muss der andere Spieler die Würfel in seinen Vorrat aufnehmen. Danach ist der andere Spieler am Zug. Es fallen Würfel von der Wippe, die Wippe selbst bleibt aber stehen. In diesem Fall endet der Zug des Spielers. Ebenfalls Würfel, die dabei heruntergefallen sind, muss der Spieler in seinen eigenen Vorrat nehmen. Danach ist der andere Spieler am Zug. Ende des Spiels. Das Spiel endet
sofort, sobald einer der Spieler seinen letzten Würfel abgelegt hat. Er hat dann natürlich auch die Partie gewonnen. Also ich fange an, lege meine Würfel hier rauf und dann irgendwann kippt es und entweder sie bleiben liegen, dann ist der andere an der Reihe, es fallen welche herunter, dann muss ich die natürlich nehmen. Die genauen Spielregeln zu diesem Spiel, was eine sehr, sehr tolle Idee ist, gerade vielleicht auch für kleinere Kinder noch toll geeignet, vom Autor Thorsten Marold. Ein tolles Spiel, was wir von Spielregeln-Spielanleitung nur empfehlen können. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.